Hallo und herzlich willkommen auf meinem Bastelkanal. Mein Name ist Melanie und ich möchte dir heute in diesem Video ein paar Bastelsachen zeigen, die ich diese Woche beim Action entdeckt habe. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal. Aktiviere auch gleichzeitig die kleine Glocke, damit du automatisch eine Benachrichtigung bekommst, sobald ein neues Video von mir hochgeladen wurde. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video und zeige dir jetzt den ersten Artikel, den ich gekauft habe. Als erstes zeige ich dir jetzt ein paar Stempelsets. Für mich sind diese neu, die gibt es aber schon seit einigen Wochen, sind jetzt aber leider erst bei uns in der Filiale angekommen. Ich habe mich von 6 Motiven für 4 Motive entschieden. Jedes Stempelset kostet 72 Cent und natürlich werde ich dir jetzt auch jedes einzeln zeigen. Das zweite Produkt, was ich mir gekauft habe, ist dieses grünliche Paillettenset, da ich im Moment besonders gerne Pailletten verwende für meine Kreativprojekte und dieses Set hat 79 Cent gekostet. Dann gibt es neu in der Bastelabteilung diese Glitzerstein-Sets. Jedes kostet 56 Cent. Es gab auf jeden Fall noch weitere Farbkombinationen. Ich habe mich aber nur für diese beiden Farben entschieden, weil das für mich die Sets waren, die am schlichtesten sind. Ich mag nämlich eigentlich nicht so diesen Rosa- und Grünstich in Glitzerstein, aber wenn man zum Beispiel eine schlichte Blüte verwendet und man noch etwas in die Mitte hineinkleben möchte, ist das für mich in Ordnung. Auf jeder Platte sind 84 Steine in drei verschiedenen Größen. Das nächste Produkt, was ich dir zeigen möchte aus der normalen Bastelabteilung, sind diese neuen Stoffblütensets. Hier gibt es auch noch weitere Farben bzw. andere Blüten, die am Rand, glaube ich, beglittert gewesen sind. Das hier waren meine persönlichen Favoriten. Das ist ein schönes Gold, ein Silber und ein Rosé-Kupfer, so ein bisschen in Vintage angehaucht. In jedem Set sind 6 Blüten enthalten. Unter jede Blüte befindet sich auch schon ein Schaumklebepad, sodass man das Ganze aufkleben kann. Jedes Set kostet 69 Cent und die Blüte ist ungefähr 4x4 cm. Vielleicht kannst du dich noch an die letzten Alphabet- und Zahlensticker dran erinnern, die ich dir in einem meiner letzten Action-Hauls gezeigt habe. Es gibt jetzt wieder neue Sets. Das hier sind so Art Chipboard-Sticker, also das ist dickere Graupappe, die dann halt bezogen wurde. Diese sind alle an den Seiten foliert. Die beiden Sets sind von der Schriftart gleich. Das hier ist eine andere Schriftart. Es gab aber noch andere Farbkombinationen, aber die haben mir am besten gefallen. Sie sind auch selbstklebend, das heißt, man braucht das Ganze nur abziehen und dann kann man das auf eine Karte oder auf ein Albumcover oder auf ein Geschenk draufkleben. Man hat ein paar Zahlen mit dabei und halt die Buchstaben. Insgesamt sind hier 25 solche Sticker drauf und jedes Alphabet-Sticker-Set hat 68 Cent gekostet. Thank you.
Jetzt zeige ich dir ein Produkt, was mit dem Thema Basteln nichts zu tun hat. Das ist ein Kunstledertäschchen, wo der Schriftzug Organize aufgedruckt wurde. Hier gibt es auch verschiedene Farben und, glaube ich, auch verschiedene Schriftzüge, die aufgedruckt sind. Dieses Täschchen ist ca. 24 x 8 x 5,5 cm groß und hat 1,33 € gekostet. Ich werde das entweder als Kosmetiktäschchen benutzen oder um meine Stifte drin aufzubewahren, wenn man zum Beispiel ein paar Sachen mit in den Urlaub nehmen möchte. Das Täschchen ist auch wirklich von innen sehr gut verarbeitet. Man hat hier noch so eine Stoffschutzschicht drin, dass man das Ganze auch vielleicht mit einem leicht feuchten Tuch auswischen kann. Und für diesen Preis bin ich wirklich sehr begeistert. Wenn ich schon dabei bin und dir jetzt ein Produkt gezeigt habe, was mit dem Thema Basteln nichts zu tun hat, dann zeige ich dir jetzt noch ein weiteres Produkt. Das hier ist eigentlich eine Make-up-Aufbewahrung. Das sind insgesamt sechs verschiedene Kunststoffboxen, die man natürlich aber auch anderweitig verwenden kann. Dieses Set findest du in der Kosmetikabteilung, kostet 2,95 € und ich denke, dass man das auch gut zum Beispiel für die Schubladen benutzen könnte, für den Schreibtischbereich. Ich habe das ganze Set jetzt einmal umgedreht, weil man nämlich jetzt für jedes Kästchen immer hier die Maße draufstehen hat, wie groß das ist, sodass du auf jeden Fall eine Vorstellung davon bekommst, ob dieses Set für dich persönlich geeignet ist. Und zum Schluss möchte ich dir meine drei gekauften 1 Kilo Papier Paketsets zeigen. Die bekommst du aktuell in der Wochenwerbung anstatt für 2,29 € für 1,79 €. In diesen 1 Kilo Papierpaketsets sind immer Papiere enthalten, die entweder unbedruckt sind, dann welche, die eine Perlmuttbeschichtung aufgedruckt bekommen haben und meistens sind auch welche drin, die eine Struktur haben, sei es wie eine Prägung oder eine normale Struktur. Ich zeige dir dieses Papierpaketset eben von der Seite. Wenn du dieses nämlich in einer Actionfiliale siehst, dass du gleich Bescheid weißt, was für Papiere in diesem Set tatsächlich enthalten sind. Ich zeige dir jetzt die Papiere aus dem ersten Set, was ich dir gerade gezeigt habe. Das hier sind die sechs dünneren Blätter aus dem Set. Das erste in rosa ist nicht bedruckt. Das zweite in diesem sehr, sehr grellen Rot-Orange-Ton. Da hat man einen Perlmutt-Blumendruck aufgedruckt. Das dritte in diesem hellen Grünton ist komplett Perlmutt beschichtet. Das vierte ist ein ja, Gelb-Vanilleton, wo so Streifen aufgedruckt wurden. Das fünfte Blatt Papier ist komplett Perlmutt beschichtet. Und das sechste in diesem Braunton ist wieder ein ganz normales, dünnes Tonpapier. Und dann zeige ich dir natürlich auch noch die vier dickeren Blätter, die in dem 1-Kilo-Paket-Set enthalten sind. Das hier ist ein Bärenton. Da hat man so ein leichtes Muster aufgedruckt. Das gleiche hat man auch bei diesem braunen Papier gemacht. Dann kommt ein lila Ton, der wieder Perlmutt beschichtet ist. Und zum Schluss kommt ein weißes Papier, wo wieder eine leichte Struktur aufgedruckt wurde. Dann zeige ich dir jetzt das zweite 1-Kilo-Paketset von der Seite und natürlich auch die einzelnen Papiere, sodass du wieder eine Vorstellung hast, was tatsächlich hier enthalten ist. In dem zweiten Set hat man wesentlich mehr Farben enthalten, die mir persönlich gefallen. Hier hat man zum Beispiel einen Altrosaton mit einem Perlmuttdruck. Dann hat man ein leicht strukturiertes grünes Papier drin. Dann hat man ein bräunliches Champagnerpapier wie das rosane enthalten, ein zartes Orange mit einer leichten Struktur, ein lila ohne Struktur, ein weißes mit einer ganz feinen Punktstruktur. Das Gelb ist auch sehr schön, da ist ein Perlmuttdruck drauf, kann man bestimmt super für den Frühling benutzen. Dann hat man ein bedrucktes Papier, was sich leicht rau anfühlt, in einem kräftigeren Orange und wieder das helle, dünne Rosa Papier.
Bei den dickeren Papieren hat man auch hier wieder einen schönen Mintton, der auch wieder so leicht perlmuttbeschichtet ist drin. Ein dickes, cremefarbenes, vanilliges Papier. Dann wieder ein perlmuttbeschichtetes in dem Lilaton, wie das mintfarbene. Ein rötliches Papier. Dann ein weißes mit einer Grammatur. Ein Blau-Grau-Petrol mit Perlmuttbeschichtung und wieder einen lila Fliederton, der auch perlmuttbeschichtet ist, aber ein anderes Muster aufgedruckt wurde als bei diesen Papieren. Zum Schluss zeige ich dir dann jetzt das letzte 1 Kilo Paketpapierset mit den Papieren, die tatsächlich enthalten sind. In dem letzten und dritten Paketset habe ich jetzt zum Beispiel hier diese dünneren Papiere enthalten. Hier hat man auch wieder ein perlmuttbeschichtetes in einem schönen Rosaton, dann ein nicht strukturiertes in einem Gelb, in einem hellen Grün, in einem Blau, dann ein sehr rosa-pinkfarbenes perlmuttbeschichtetes Papier, ein sehr schönes dunkles Grün, jetzt perfekt für Weihnachten, ein schönes leicht strukturiertes in einem Perlmuttton und ein leicht strukturiertes Papier in einem wunderschönen dunklen Blauton. Dies hier sind die dicken Papiere, die in dem Set enthalten sind. Hier hat man ein sehr creme-vanille-lastiges Papier mit einer leichten Struktur drin, ein perlmuttbeschichtetes in einem schönen Weißton, ein perlmuttbeschichtetes in einem Blau-Petrol, dann wieder in einem Vanille-Gelb, ein perlmuttbeschichtetes in einem sehr grellen Orangeton und wieder in einem schönen altrosa Farbton. Ich hoffe, dir hat mein heutiger Action-Haul gefallen. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich natürlich jederzeit über einen Daumen hoch von dir. Wie du mich kennst, würde ich auch wieder gerne wissen wollen, welches Produkt dir aus diesem Haul am besten gefallen hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, weiterhin ganz viel Spaß beim Basteln und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!